going on right now? Servus, grüßt euch, hier ist der Olli und ein bekannter amerikanischer Sänger, der ist auch immer mit dieser U-Bahn gefahren. Eine U-Bahn ist eine U-Bahn, die oben drüber geht. In Manhattan, da geht die U-Bahn zurück bis so um 1904, wo die erste U-Bahn fertig war, zum Times Square. Von daher auch der Name. Warum, verrate ich euch bei einer Tour. Und mittlerweile gibt es so über 472 U-Bahn-Stationen. Jetzt da, wenn man aus Manhattan rausfährt, dann fahren wir hier über die wunderschöne Williamsburg-Brücke, die dritte Brücke der BMW-Brücken, und fahren rüber nach Williamsburg. Da kommt die U-Bahn aus Manhattan raus, aus dem Granit der Stadt, und jetzt fährt sie hier oben drüber und fährt als U-Bahn weiter durch Brooklyn und sogar raus bis nach Jamaica Queens. Jamaica Queens, das könnt ihr auch super gut anfahren mit der E-Train. Und wenn ihr sowas mit der E-Train anfahrt, dann kommt ihr ganz easy zum Flughafen, denn in Jamaica, da kann man in die Air-Train einsteigen. Jetzt wird es gleich ganz besonders, und dann seht ihr, warum es so wichtig war, dass wir im letzten Wagen geblieben sind. Denn zum einen haben wir hier einen schönen Blick auf eine andere U-Bahn. Schauen wir mal, welche das ist. M, J oder Z. Und, wow, die M-Train. Die M-Train führt nicht zum M&M-Store. Der M&M-Store direkt nördlich von Times Square auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Aber nicht wirklich zum Einkaufen. Doch jetzt kommt das Besondere. Wow, schaut euch den Brückenpfeiler an. Ist das nicht der Wahnsinn, wenn man das hier fährt? Man kann natürlich auch ganz toll über die Brücke drüber radeln oder joggen. Das könnt ihr dann bei einer New York City Bike Tour mit mir machen. Bei einer Jogging Tour. Das ist möglich. Und jetzt sind wir auf der Seite, wo der Peter Luger seit 1887 sein Steakhaus hat. Das ist immer von vielen als eines der besten Steakhäuser der Welt gesehen wird. Ich finde Preis-Leistung passt nicht wirklich, ist auf jeden Fall ein tolles Steak, aber ich habe da bessere Ideen für euch. Zum einen auf der Seite von New Jersey in Hoboken, da gibt es das Arthur Steakhouse. Zum anderen, wer weiß, wer jetzt noch mit zuhört und dabei ist, der sagt vielleicht, Mensch, wir haben doch gehört, der Olli, der hat auch eine Angus Beef Farm. Ja, wir haben Angus Rinder, mittlerweile so einige. Und wer sich auf ein Abenteuer einlässt und neben New York City vielleicht auch Northern New Jersey kennenlernen will, dann gibt es Pakete mit Übernachtung und Abendessen bei uns. Und da gibt es dann die Leckersteaks der Oren Gull Cabin Company. Schaut es euch an. So, jetzt sind wir gleich angekommen. Wenn ihr das nächste Mal herkommt, in 2-3 Jahren, dann seht ihr da hinten Riesenhochhäuser hochschießen. Das wird hier nämlich alles am Wasser zugebaut und es wird richtig schön teuer. Der Wahnsinn. Und jetzt sind wir hier an der Massey Avenue. Und wartet noch, bleibt noch dran, denn jetzt da gleich kommt wirklich einer der coolsten Blicke. Zum einen auf die Williamsburg Savings Bank, ein schönes altes Bankgebäude, das immer wieder bei Filmen mit benutzt wird als Kulisse. Und dann haben wir einen mega Blick auf den Peter Luger, auch der rentiert. Und dann steigen wir gleich aus und dann seht ihr, was noch alles besonders ist. So, liebe Leute, ich sag jetzt gleich Servus und Ciao. Mach mich jetzt erstmal zum Frühstücken auf ein Cheesecake zu Martha's Country Bakery. Lass es krachen, Kalorien kommen. Und jetzt, wow, schaut euch das an. Ist es nicht einmalig? So einen Blick kriegt man nur, wenn man in den richtigen Wagen steigt. So, liebe Leute, ich sag Servus und Ciao. Wir lassen jetzt hier die J-Train weiterfahren und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Pfiat die!